Bu kendi life'ından konuşuyor. Ben life'ından konuşuyorum tamam mı? Yarrağım. Amcık gibi konuşma tamam mı? Sik. Gel göstersene hadi. Amına koyayım gel göster. Beni burada sik amına koyayım. Bir gün sana madalya vermezsem oruç çocuğum tamam mı? Artık hep ekinden karın göstersen gireceğim tamam mı? Amına koyayım çocuğu tamam mı? Amına koyayım oğlu. Götüyorsa gelsin yarın bir gün buradan çıkarsa ben oruç çocuğum. Gel arkaya gelsene oğlum. Millet önüne artık yapma arkaya gel. Arkaya gel. Bir manış var senin. Sen gel. Amına koyayım çocuğuna bak la. Ne oldu yaram? Ha? Ne oldu yaram? Hiçbir sikim yapamam. Amına koydum. Polis bile fena. Amına koydum oğlu. Willst du mal, kannst du mal betteln, Geld schnurren? Da willst du ganz normal Geld schnurren, damit mir schlecht geht. Sogar Polizei erkennt mich, will Fotos. Und schau, die hat gerufen, Wallah, aber die kann nichts machen. Gar nichts können die machen, weil ich Engel bin. La bırak şu kafa, sen şu kafa gel la. Hadi bakalım. Alo, şuldum. Hapse bizim kule en oru. Hapse nikti. Hast du vielleicht für mich 1 Euro? Boah, die Gesellschaft ist so mistiger. Da gell, da gell. Hausweg, Sikim'de. Öyle mi? Ha. Ara, yine ara, polis ara, hemen ara. Hemen ara, daha yeni buradalar oğlum, hemen ara. Ara oğlum ara işini yap. Mach deine Arbeit. Ich habe alles gefilmt, da yine sen küfür ettin. İlk başta sen ağzını topla dedin. Hab ich alles in Kamera. Ara sen oğlum ne yaptık amına koy. He? Hep doğru hesap kamera. Sen live'da küfür ediyorsun bu üstünü alın mı? Kim diyor oğlum oğlum? Kim diyor? Ya bırak ya. Der hat nichts zu sagen. Wenn ich mit Bahn fahre, fahre ich mit Bahn. Zeige, nein, darf ich nicht. Dann kann er mich wirklich anzeigen, wenn ich ihm zeige. Ja. Ondan sonra devlet olarak niye kalkınamıyor? Kalkınamaz ki zaten. Niye kalkınacağız ki? Çağırdın la polisleri. He? Polisleri de anana veriyor mu? Anana da veriyor mu? Anana. Anana da gidiyorlar mı? Şöyle Alman polisler anana da geçiyor mu? Anana da sıkıyorlar mı? He? Allah'ın sen. Çağırdı zaten geliyorlar la. Aa, iyi buradalar. Bir şey yapmadık ki. Anana da sıkıyorlar mı Türk olarak? Amına koydum çocuğu. İhrim mit Kamera. Wie kiss meine Fans ist das die besten. Ananın da dibine kadar sikiyorlar mı? Orospunun çocuğu. Hı? İhrim nur mit meine Fans ist das die besten, gell? Die waren doch gerade da. Aber davor. Na, ich habe alles aufgenommen. Der hat zu ihm gesagt, der kann nicht mit Bahn fahren. Wallah. Hast du nicht, ich habe alles aufgenommen. Warum? Du hast nichts zu entscheiden. Wenn ich mit Bahn fahre, dann fahre ich mit Bahn. Ja, bitte. Sind wir jetzt immer noch live, oder? Ja, ich bin live, ja. Ich verdiene mein Geld damit. Aber ich filme euch nicht. Ich filme mich, hast du. Alles gut. Ich muss filmen mich, weil... Können wir das Mikrofon mal kurz auf stumm stellen? Nur den Video. Also, was ist jetzt da genau vorgefallen? Er hat zu ihm gesagt, er kann nicht mit Bahn fahren. Ja, ja. Was haben wir gemacht? Das war's. Ich höre dir bei Gott. Ich habe sogar alles in... Ich höre da mal ab.
Englisch. Ja, bitte. Kann man ja nachher nochmal nachfragen. Genau. Okay, und. Also, er ist der Team, der darf nicht Bahn fahren. Er hat gesagt, wir fahren zu Hause, nicht fahren. Was ist das? Das haben wir immer schon gefahren. Komm auf. Schon Hause. Kann auch ein Taxi, das ist kein Problem, aber ich möchte nicht Bahn fahren. Er kommt da hin und vorne. Wir haben nichts gemacht, wir haben weder Körperverletzung, irgendwas. Hab ich alles. Das heißt, ich bin welche Beleidigung? Ich würde, warte, jetzt hier. Soll einer sagen, welche Beleidigung ich gemacht habe? Kleinen Moment bitte. Ja? Wir sind in der Südhalle, ja. Haben Sie irgendwie euch beleidigt oder irgendwas gemacht? Ja, ja, wir sind schon da. Ja, ja, wir sind schon da. Okay, tschüss. Aber der Fanboy hier. Ja, Sie waren jetzt erstmal nur Zeuge. Ja, aber der ist ein Fanboy. Wir haben niemanden, ich würde, der kommt einfach von hinten. Wann muss ich mit dem Zug fahren? Wie viel Uhr? Ja, ich wollte jetzt, siehst du aus, jetzt muss ich wieder eine Stunde warten. Er denkt auch, der ist Polizist, der hat kein Recht mehr. Wie viel Uhr genau, wann der Zug kommt? Sergio Rabi, wann kommt der Zug? Wer bist du, oder? So. Sergio Rabi, komm, Bascho. Sergio Rabi, lass ihn, der arbeitet für 8 Stunden hier. Lass ihn, der arbeitet doch für 8 Euro, lass ihn da mal. Polizei hat zu entscheiden, der hat nichts zu entscheiden. Wir gehen jetzt mal ein paar Meter. Genau, wir. Zu ihm gar nicht. Er gibt, hat halt jeden Hausverbot. Oblo, du bist Türke, schäm dich, Land. Komm, Land, der kann kein Hausverbot geben. Polizei ist der Polizei. Schäm dich, mit deinen Tattoos bist du wichtig, oder? Lass mal, sag mal. Aber ich hab ja provoziert, warum sagst du ihm nichts? Ja, natürlich, wir gehen aber jetzt einfach. Na, warte mal, warum sagst du ihm nichts? Er provoziert, wir haben doch nichts gemacht. Ja, wir gehen jetzt. Hab ich jemals was gemacht? Komm jetzt einfach mal mit dir rüber und dann können wir doch in Ruhe reden. Das wird ja. Aber das ist einfach ruhiger. Ihr wart ja hier. Ihr habt sie eben aufgenommen, dann seid ihr weitergegangen. Ja. Dann habe ich ganz normal eine Zigarette angezündet. Dann hat die Dame Verstärkung geholt und der Typ war hier. Der Engel war lieb, danke. Ja, ja, wir haben Zeugen, alle aufnehmen, wir haben Zeugen. Dann ist der. Ja. Engel, du bist Händen lieb, ich schwöre dir, danke. Ja, ich weiß. Ist dann weitergegangen, ja, ist alles gut. Hat auf Twitter. Aber bitte filmen Sie. Da darf ich ja nicht. Jetzt sitze ich da, wie nicht. Du kannst mich anzeigen. Ja, nein, darum geht es nicht, aber es geht halt auch. Bitte? Ich finde das auch. Ich filme mich, ich darf ja nicht. Alles gut. Von ihm auf ihm, aber er hat den Typen gar nicht gesehen. Der ist ja später dazu gestanden. Der war ja nicht da. Wo sie da war, war sie auch nicht. Haben wir irgendwie einen Körperverletzung gemacht oder irgendwas? Nein, also. Jetzt lass ihn mal aus. Bleib erstmal jetzt hier. Aber warum soll ich jetzt bleiben? Nein, es ist jetzt sinnlos, da rüber zu gehen und mit dem jetzt irgendwie dann. Das nein, nein, ich will mein Bier. Wo ist mein Bier überhaupt? Ich habe mir geklappt, Leute. Mal ein paar Meter von dir weg, das ist jetzt erstmal hier. Dass warum? Der hat nichts zu sagen. Ich habe Anwälte, ich habe auch Anwälte. Ja, aber es ist ein freies Land, oder? Deutschland. Ja, ich darf, ohne Körperverletzung, wo ich nichts gemacht habe, kann er mich nicht ohne Grund Platzverbot geben. Geht nicht. Gibt es kein deutsches Gesetz, gibt es kein Paragraphen. Ich war 4 Jahre drin, glaube ich, kenne mich. Was für Problem? Was? Dann soll der soll begründen. Sonst zeige ich ihn selber an. Ich möchte Anzeige machen, der soll jetzt seinen Namen geben. Warte, bleib jetzt erstmal hier. Weil der hat mich missbraucht, der wollte mich angreifen. Ich möchte seine Nummer haben, seinen Ausweis. Hier, das können wir alles im Nachhinein klären. Einfach jetzt erstmal ruhig werden. Oder habt ihr irgendwie Zeitstress? Na, hab ich nicht, aber was soll das, Alter? Ja, ich verstehe dich. Ich rede mit meinen Fans, da kommt der her. Ich möchte ihn anzeigen. Hallo? Ich möchte Anzeige machen. Ja, Walla, er ist mein Recht, ich möchte ihn anzeigen. Ja, gleich, das kommt ja alles im Nachhinein. Und ich will nicht halt, dass du mich filmst, okay? Du schaust sowieso erst einmal nicht gut aus, ich filme mich selber. Ich kann in Deutschland mich selber filmen, wie ich will. Hallo? Ich kann mich selber filmen, wie ich will. Ja, ich habe also, gesagt, du schaust sowieso nicht gut aus. Keine Angst, ich filme dich nicht. Ja, du auch nicht. Ja, ich bin aber ein Star, TikTok-Star, ne? Ja. Das ist der Unterschied. Wo klappt du, gell? Jeder denkt, zweite hier Rambo haben wir nachholen, ne? Hallo, wie Woche haben wir, ne? Haben wir nachholen, Schoju? Hey, jetzt seid ihr die Besten. Orospu Schoju, bak, Türk olarak anasını siktim oğlu, polisler aradı, bir bok yapamıyor, bak. Ich rede mit meinen Fans, ihr seid die Besten. Ich rede nur mit euch. Anasını siktim, çocuğu bir bok yapamadı. Orospu'nun çocuğu, senin tüklüğünü sikeyim. Orospu'nun çocuğu, senin ananı götten sikeyim. Orospu'nun çocuğu, ne oldu Orospu'cu gibi kaldın? Meine Fans sind die Besten ya. Ich kann mit meiner Fans reden wie Gül. Ananı götünden sikeyim, Orospu'nun çocuğu. Geleceğiz çocuklarını sikeyim, Orospu'nun çocuğu. Bak polis yanında yarak gibi kaldı ha. Götlerine geleceğim diye kendine karın. Orospu'nun çocuğu. Ich sei die Besten, ha vallahi ich liebe euch ya. Meine Fans ya. Nein, ich rede meine Fans, Bruder, ich filme mich, nein, weißt du. Ja. Yok, kendimi seviyorum. Orospu çocuğu gibi kaldı bak, ikinden karın götüne gireceğim diye. Onun tüklüğünü sikeyim.
İnşallah ananı bir gün götten sikerim orospunun çocuğu. Gelecek kızını da sikeyim, bacını da sikeyim varsa. Ne oldu? Orospu çocuğu gibi kaldın ha? Dövmeni siktim orospu çocuğu. Karını siktim. Gelecek çocuğuna siktim. Meine Fans sind die besten. Ich rede nur mit meinen Fans. Orospu çocuğu gibi kaldı. Nana hey. Vale. Alles gut, wir gehen jetzt einfach mal. Ja, kein Problem. Ich verstehe auch. Orospu'nun çocuğu. Ich verstehe auch ein bisschen Türkisch, natürlich. Komm, wir gehen jetzt. Ich kann doch mit meinen Fans reden, wie ich will. Ja, aber ich... Wenn ich sage zum Beispiel meine Fans. Ja, aber was ist denn jetzt denn los hier zu provozieren? Ich provoziere gar nicht, wallah, ich provoziere, Bruder. Ich verstehe aber Türkisch, also ein bisschen. Du kannst ja Türkisch verstehen, Bruder, dann musst du Paragraphen genau verstehen. Ich rede doch mit meinen Fans. Wenn ich sage zum Beispiel, Anan Gottlieb, Siki, meinst du, bist kein guter Junge? Nein. Hier sind Zeugen, wallah, hier sind Zeugen. Ich kann doch mit meinen Fans auch beleidigen. Ja, natürlich, aber... Ich rede doch mit mir, mit Kamera und mit meinen Fans. Wir wollen die jetzt nicht provozieren, wir gehen... Nein, warum soll ich ihn provozieren? Ja, wir gehen... Wir können ja mit zu deinem Kollegen und dann... Nein, ich bleibe hier, weil ich will meinen Anwalt. Weil ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Für was dieser Stress? Ich weiß. Weil nur irgendwelche zwei... Habe ich... Du musst mir eine Anzeige bekommen. Was habe ich jetzt gemacht, dass ich eine Anzeige bekomme? Erst einmal. Du bekommst ja jetzt in dem Moment keine Anzeige. Achso. Dann siehst du, es muss eine Begründung, eine Straftat geben. Ja, es könnte Beleidigung. Ich weiß nicht genau, was du gesagt hast. Nein, hier, Kamera ist hier. Ich schwöre, ich beleidige meine Fans und mich. Das werden wir dann alles im Nachhinein. Ich kann das jetzt selber so. Er hat mich beleidigt und angegrapscht. Ich wollte mit dem Zug mit ihm. Er sagt, ihn beleidigt. Ja, das haben wir mitbekommen. Wie heißt du auf TikTok? Engelgesicht. Ja, ich finde dein Livestream aber nicht. Ich bin gerade live. 1100 Zuschauer, jetzt um die Uhrzeit. Ja, ich bin live. Ich finde dein Livestream gerade nicht. Hier? Kannst du alles filmen, hier. Hier sind Zeugen, viele sagen, Engel hat nichts gemacht, Engel hat nichts gemacht. Ja, natürlich nicht, aber... Er will Fame sagen, schau, er will Fame sagen, ich schwöre dir bei Gott. Warte Leute, ich darf ihn nicht filmen. Warte kurz, ich muss kurz... Ja, mach. Er will Fame. Engel wurde begraben, schau. Ja, natürlich, ich schwöre dir bei Gott, ich habe hier... Zeig mir mal dein Livestream, dann kann man das ja im Nachhinein noch anschauen, oder? Das geht doch im Nachhinein. Nein, geht nicht. Kann man nur live anschauen? Ja, ich bin gerade live, ja. Orospu çocuğu, aranı götten sikliyim. Ich finde dein Livestream irgendwie nicht, keine Ahnung. Unschuld, ja, ich weiß, ich will alles Screenrolling machen. Ich darf nicht jeden glauben, der Uniform hat und denkt, der ist Polizist, weißt du, wir haben nichts gemacht. Was? Schau, der Profi ist auch die ganze Zeit. Orospu çocuğu ne oldu? Ananı siktim. Engel. Das sind jetzt auch wieder an deine Fans, oder was? Ja. Ja, sag ich doch. Engel ist unschuldig, ja. Ich mach weiter, ich hab alles Screenrolling. Alles gut, bleib da. Bei dir näher. Alles gut. Wir machen noch nichts, Bruder. Wir wollen doch noch heim. Ich hab da gegen die Herren habe ich. Ich hab doch nichts gemacht. Gegen die Herren habe ich doch nichts. Alles gut, redet mit denen. Die sind doch super. Der Rabe, ja. Das darf der gar nicht, gibt's keine Paragraphen. Ja, lass ihn mal kurz. Ja. Der kann keine Ausbildung geben. Lass ihn mal kurz einfach miteinander reden. Das kriegst gleich an. Verdienst du gut mit TikTok? Sehr gut, wallah. Das sind keine Bullen, doch, wallah, hier. Ich verstecke, ich film dich, wallah. Nicht dein Gesicht. Du kannst mir anzeigen, wallah, Bilder. Entschuldigung. Ja, reicht jetzt. Ey, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Ja, der schaut gut aus. Ja, dann schreibe ihn selber, Bettina. Was soll ich machen, wenn er gut ausschaut? Wallah, das ist ein Bullen. Polizist, ein Bullen sagt man nicht. Das ist Ding. Nichts für die Engel, der ist gut, der kennt mich schon. Das ist ein cool. Der hat blaue Augen. Ja, dann schreibe ihn selber, keine Ahnung. Danke. Oh, Tomek for you, danke, mein Bruder. Tomek schön Löwe. Eine Dame schaut, wallah, du schaust gut aus. Schade, ich bin nicht schwul, wallah, eine Frau schaut, wallah. Ja. Aber ich hab die mal gefilmt, wallah, der hat nur einen Körperbau.
Nein, die sind korrekt, die sind super. Sei lieb, ich bin lieb, Wallach, der ist voll in Ordnung. Der ist 18, macht seine Ausbildung, Gott sei Dank. Super. Aber ich habe echt nichts gemacht, weißt du, was ich meine? Wirklich, ich möchte nur heimgehen mit Zug, der kann doch keine Ausbildung, gibt es keinen Paragraf. Ja, Wallach, er hat das Hausrecht. Hat er nicht, Wallach, gibt es keinen Paragrafen. Das bist du. Wallah, wenn ich Anwalt rufe, Wildmann, Wallah, der hat kein Hausrecht. Hausrecht ist nur, wenn ich was klaue, oder? Der Deutsche Bahn Sicherheit, der hat das Hausrecht hier und der kann sich auch das Haus verweisen, wenn sie jetzt hier... Nein, nein, der kann nur, wenn ich was gemacht habe. Ja, der hat aber noch sich verbrochen drinnen. Die Sache ist die... Steht er selber fertig? Er hat jetzt... Ich warte mit Absicht, bis er seinen Dienst fertig hat. Er behauptet, sie haben ihn beleidigt. Habe ich nicht. Das ist eine Straftat. Habe ich nicht. Das besteht als eine Straftat, Verdacht. Verdacht. Er hat mich beleidigt. Er hat mich begrapscht. Ich möchte auch anzeigen, ich möchte jetzt seinen Namen, voilà. Okay, wenn das so ist, ich möchte ihn anzeigen. Was Sie müssen, denn? Hä? Ich habe Zeugen hier, ich habe hier über 2000, ich möchte ihn anzeigen, dass er mich beleidigt hat auch. Ich möchte nein, anzeigen. Na okay, ich will seinen Namen jetzt. Nein, Sie bleiben jetzt hier. Nein, nein, warte, hallo, Sie haben meinen Namen geschrieben, ich möchte ihn anzeigen jetzt. Ja, das machen wir später, wir haben jetzt erst mit den einen Sachverhalt, den arbeiten wir jetzt ab und danach können nein, wir... Nein, ich möchte ihn jetzt anzeigen, der hat mich begrapscht. Ich habe hier Zeugen. Wir sind noch in einem anderen Sachverhalt. Du hast doch aber gerade gesagt, du hast Zeit, dann können wir das doch gleich, wir machen das. Aber ich möchte trotzdem mit seinem Namen und so anzeigen, jetzt vor Ort. Das machen wir gleich alles. Das können wir dann im Nachhinein machen, ja. Wenn wir jetzt fertig sind mit dem Sachverhalt, der Kollege, der redet... Ich weiß, dass ich nichts gemacht habe. Und dann können wir weiter schauen. Aber ich möchte trotzdem jetzt seinen Namen wissen, damit ich meinen Anwalt geben kann. Das ist mein Gericht, mein bürgerlicher Gericht. Ich möchte jetzt... Nein, nein, nicht nach... Ich schwör's vor einem Paragraph, das es gibt. Ich möchte jetzt seinen Namen wissen, damit ich weiterleite. Nicht jetzt. Warum? Der Kollege, der Kleidung in den Sachverhalt... Ich möchte... Das ist sein Kollege, der hat mit mir nichts zu tun. Der macht seine Sache. Ich möchte ihn jetzt anzeigen. Sie sind in dem Sachverhalt auch beteiligt. Das heißt, es ist... Ja, aber ich möchte ihn jetzt persönlich anzeigen. Nicht jetzt. Jetzt persönlich geht es ja nicht. Natürlich, Wallah, Billah, gibt's sogar... Ich möchte seinen Namen wissen, damit ich mal... Warum streiten wir? Klären erstmal die Sache und dann können wir... Welche die Sache? Welche die Sache? Der wird wieder beleidigt. Wird wie ihn beleidigt? Ja, das wird ja gerade geklärt. Aber ich möchte ihn jetzt auch anzeigen. Ja, deswegen das wird dann die Personalien im Nachhinein aufgenommen und dann wird das alles noch gemacht. Bleib mal hier stehen, lass sie mal reden. Wallah, Billah, wir gehen heute hier mit dem, mit Absicht. Nein, ich schwör auf meine Mutter. Doch, ich rufe Anwalt an. Der muss hier, der hat eher Schichtwechsel. Ich schwör, ich gehe heute hier rein mit dem, so feig. Scheiße auf jeden Fall. Egal. Wir haben nichts gemacht, gar nichts. Er hat dich beleidigt, ich bin der Zeuge. Und er hat dich beleidigt, als er es fertig ist. Ja, die Leute haben aufgenommen, ist ja kein Problem. Ja. Im besten Fall steigst du Taxi. Wir fahren. Wir nein, nein, ich schwöre bei Gott, ich fahre mit Zug, gut. Mit Absicht. Der Mutter, nein, 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 schau, ihr könnt mit dem Zug fahren, aber nicht von hier. Wer sagt das? Hier gibt es kein Gesetz. Aber es ist, die haben ja das Hausrecht. Ja, aber wie lange muss er arbeiten? Ja, er kann, wenn Eddie ein Hausrecht ausspricht, ist es egal. Wo gibt's welche Gesetze? Sag mir einen Paragrafen dafür. Dafür gibt es keinen Paragrafen. Das ist ich schwöre, gibt's. Wallah, Bilder, ich rufe Anwalt Wittmann an. Ich schwöre, Mutter Anwalt. So ein Gesetz gibt's nicht, der hat angefangen. Also normalerweise dürfen wir also mit Zug fahren. Wie du sagst, 10 Minuten haben wir Spielraum. Aber ihr habt ein Beförderungsverbot für diesen Bau. Welche Begründung? Warte, welche Begründung? Welche Begründung? Was geht sonst, wenn wir normalen Platzweis bekommen, dann kannst du 10 gibt's nicht, Wallah, gibt's schon. Welche Begründung? Er muss aber begründen. Ja. Er soll mir begründen. Welche? Ich kann das nicht begründen. Er muss. Sonst zeige ich ihn an. Ich möchte ihn anzeigen. Ich sage ihm bis 2000 Zuschauer. Ich möchte ihn anzeigen. Nein, er macht eine falsche Begründung. Jetzt, warte, ich möchte ihn jetzt anzeigen. Nein, wegen falscher Begründung. Das ist mein Recht. Eine Gefahr für die Mitfahrgäste. Also, oder? Sie können nicht mal Paragraphen. Ich möchte ihn jetzt anzeigen wegen falscher Verdacht. Ihr merkt doch. Ja, aber was ist denn der Paragraph? Das geht jetzt darum. Er hat einen falschen Verdacht gemacht, dass welche Begründung gibt er mir denn? Welche Begründung? Nein, ich möchte den Begründung. Ja, ich möchte Begründung wissen. Ich will ihn anzeigen, bitte. Ich will jetzt seinen Namen. Das kriegst du ja. Ich möchte die Situation entschärfen. Richtig. Was ist nein, nein, ich will jetzt erst wieder. Ich möchte ihn jetzt anzeigen. Ihr 3000. Hallo, ich möchte seinen Namen. Ja. Seinen Namen und welche Begründung? Der kann mir keine Ausbildung ohne Begründung geben. Wir es soll mir begründen. Aber. Welche Begründung? Ich will wissen, welche Begründung. Aber schau, Charlie. Nein, ich möchte wissen, welche Begründung. Die drei Freunde jetzt bei uns was stehen. Die sind was anderes, sind Polizisten. Ja, aber er hat Hausrecht. Hat er nicht, aber er muss geben, welche Begründung. Dann hat er Hausrecht. Welche Begründung? Begründung weiß ich nicht. Frage. Ja. Deswegen, wir sind dran. Nein, nein. Du hast mit der Sache nichts zu tun, das müssen die klären. Nein, nein, nicht. Welche Begründung gibt mir der? Ich will das wissen. Du bist ein Rassismus. Gestern, nein.
Du bist. Habe ich jemanden angreifen oder geschlagen? Gar nicht. Vielleicht wirken sie aggressiv auf die. Ja, das ist. Deswegen möchte ich ihn anzeigen wegen Leugnung. Deswegen will ich jetzt seinen Namen, weil ich meinen Anwalt geben will. Das können Sie in der Frömmrichstraße machen. Nein, ich möchte jetzt. Sie sind hier. Ja. Hier 3000 Zuschauer, aber Dienstelle, aber die Dienststelle ist da vorne. Nein, Sie können ja mit Zettel und so seinen Namen schreiben. Ich möchte Begründung wissen. Ich möchte jetzt Begründung wissen. Stimmt, da auch wieder recht. Ich schwöre dir bei Gott, Anwalt kommt, Wallah, Anwalt. Sie sind halt auch recht offensiv in ihrer. Bitte? Sie sind halt auch ein bisschen offensiv in ihrem Auftreten. Warum? Was habe ich gemacht? Habe ich jemanden begraben? Ja. Jemanden geschlagen? Nein. Nein. Gar nichts habe ich gemacht. Ich möchte Begründung wissen, warum ihr Hassverbot gemacht. Wir gehen jetzt dahin und ich möchte seine Begründung wissen. Ja, aber können wir nicht. Bleib jetzt erstmal. Nein. Ich bin jetzt erstmal hier. Der muss ich gehe rein muss mit Zug heim. Nein, ich möchte Begründung. Er selber muss hier gar nichts geben. Ha? So nicht. Wir machen ja. Ich möchte jetzt Begründung wissen. Mit welcher Begründung? Warte jetzt erstmal. Ja, Begründung. Was Begründung? Möchte ich wissen. Danke an die Vierzehn. Alle aufnehmen. Was Begründung? Warum habe ich Hausverbot? Warum darf ich nicht? Bitte? DB-Personal. Bitte? Ich habe es jetzt gesagt. Nein, was ist die Begründung? Warum habe ich hier Hausverbot? Die Begründung möchte ich wissen. Ist der Gefahr für die Mitgäste? Nein. Was habe ich gemacht? Von Reisenden. Von Ihnen? Sag mir einen Zeugen. Sag mir einen Reisenden Zeugen. Sag mir jetzt. Wo? Wen denn? Wo? Ich möchte Begründung. Ich möchte anzeigen, ich möchte den Namen wissen. Bitte, die Namen. Ja, ist so. Ich rufe meinen Anwalt an. Du bist der Einzige, das. Wittmann Arawalla, ich möchte Anzeige machen. Diese Rufschädigung. Er ist der Einzige Mitreisende. Alle aufnehmen, Walla, alle aufnehmen. Du bist der Einzige, der ein Problem hat, dass wir mit dem Bahn fahren. Du bist der Einzige. Sag mir mal einen Gast, wo ich bin. Du bist der Einzige, du bist der Türke. Ohne Anlass ist es keine Rufschädigung. Ne oldu Oruç çocuğu? Bir bakayım ama ne Oruç çocuğu? Ich möchte Name, bitte. Er muss seinen Namen geben, Wallah ist mein Gericht. Gleich. Du sagst wieder. Ich mache Anzeige wegen Rufschädigung, Wallah, Rufschädigung. Er hat recht, aber ich möchte ihn trotzdem anzeigen wegen Rufschädigung. Er sagt, ich habe Gäste beleidigt und er hat keine Zeugen hier. Belästigt. Hä? Dann sag mir doch einen Zeugen. Anana oradan siktim Oruç çocuğu. Sag mir doch einen Zeugen, Oruç çocuğu. Jetzt sofort. Orospun çocuğu, anana oradan siktim Oruç çocuğu. Anana oradan siktim Oruç çocuğu. Hallo. Ich möchte seinen Namen wissen. Wir möchten ihn anzeigen. Nein, ich will jetzt seinen Namen. Ja, aber gleich. Orospun çocuğu, anana oradan siktim. Nein, ich möchte jetzt seinen Namen. Hallo, Kollege. Aber ich will ihn doch anzeigen wegen Rufschädigung. Ich möchte ihn anzeigen. Orospun çocuğu, ne oldu ha? Ananı siktim oğlu. Ne oldu Orospun çocuğu? Ananı kotlarının dibine kadar siktim. Na, meine Sorgen, meine Fans. Wir wollen selber jetzt keinen Schritt. Ich möchte aber ihn anzeigen. Der macht. Das können Sie bei der Landespolizei machen in der Innenstadt. Er hat doch meinen Namen auch bekommen ohne Probleme. Er hat den Namen bekommen. Doch, ich habe es doch geschrieben. Ja, bei Ihnen aber so. Deswegen will ich auch. Wir hatten es ja auch nur aufgeschrieben, weil du deinen Namen nicht. Ah, nicht. Er sagt Zeugen. Wo ist denn Zeugen? Wo Wien habe ich wieder? Er lügt einmal darum. Er lügt. Wallah, er lügt. Wo sind die Zeugen? Wo ich? Hier 4000 Zuschauer. Wo sind die Zeugen? Ja, natürlich. Wo ist der lügt? Wallah, der lügt. Der ist ein Fanboy. Wallah, kein Bild. Wo sind die Zeugen, wo ich begreift habe? Nein, geht nicht sowas. Ich will, schau mal, Bruder, ich lebe hier gerne, ich respektiere euch als Polizisten, aber wenn einer mal Hack nimmt, mein Ding, dann geht das nicht. Ich habe ihm nichts gemacht. Das ist ein gutes Recht. Bitte? Das genau. Ist gutes Recht. Und wenn er lügt, er sagt Gäste und wo einziger Gast soll sich jetzt beschweren und ich gebe mein Gott hier vor Deutschland. Vor 4000, ich habe sogar 5000 jetzt. Gebe ich mein Gott. Er lügt, Wallah, Billah, er lügt. Wo hat jemand mich angezeigt? Habe ich sie bekommen, und wo ich einen Gast angemacht habe? Es kam von einer auf uns zu und hat gesagt, dass sie hier vorne aufdringend sind. Was genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nein, deshalb sind wir hier vorne. Ob der mich angezeigt hat, meine ich. Nein, angezeigt. Siehst du, er lügt. Er lügt, weil er lügt. Angezeigt hat in dem Moment niemand. Hey, meine ich, er lügt. Er lügt. Er lügt. Lan şu Oruç çocuğu gelmiş sonra şey amına koyayım Türk'ün Oruç bir çocuğu var ya. Düğmeli. Hiç bok yapmıyor amına eve gidecek gelmiş şey yapıyor. Ama niye? Şu Oruç bir çocuğu yok mu Türk? Amına bak şu Oruç bir çocuğu.
Şu düğmeli orospu çocuğu, şu anasını siktim. Anasını götten siktim. Anayın amına kodum oğlum. Nein işte kanı kayın. Valla iki, hoyette mitsuk mu da şu orospu çocuğu yok mu? Şu anasını götten siktim. Kendim bir sikerli anasını götten siktim. Anasını götten siktim. Kurursuz orospu çocuğu. Hiç bok yapamıyorum oğlum. Ne oldu orospu çocuğu? Polis aradın. Ananı götten siktim oğlum. Ananı bacını sikeyim. Gelince çocuklarını sikeyim. Seni götürecek mi lan? Eğer götürmezsen amına koyun. Ne oldu orospu çocuğu bak. Hiç bok yapamıyorum. Senin polis ne oldu? Ananı iyi bir sikeyim. Ananı manyak sikim. Bak beş gibi. Beş bir kişi önüne ananı siktim oğlu. Bak ne oldu? Senin polisi bok yapamıyor. Orospu çocuğu. Ananı siktim. Orospu çocuğu. Bak seni çekeyim şu an kamerayla. Orospu çocuğu. Bak ne oldu? Orospunun çocuğu. Ananı götten siktim. Ha? Ananı bacını geleceği şey var mı? Hiç bok yapamıyor. Bak orospu çocuğu. Ne oldu? Bak polisi bok yapmıyor. Bak. Orospunun çocuğu. Orospunun çocuğu. Bacını siktim. Orospunun çocuğu. Yo, irid mütmenle fans. Bırak ya, siktirin şunu tipine bak amına koyayım ya. Aşk anasını kötü sikmeyi lazım orada. Aşk kötü damın. Aşk kötü. Arabayı bin, arabayı bin. Bilmiyorum oğlum lan, ich fahre mit Bahn. Ich fahre mit Bahn, weil ich habe nichts gemacht. Ich habe es keine beschwert. Bruder, lass doch gehen einfach. Nein, ich fahre mit Bahn, wallah, mit Abschweifen mit Bahn. Die haben nichts gemacht, keine Strafe, gar nichts. Weil der ist korrekt, die Polizei ist super. Weißt du, wenn mir einer anzeigen würde oder wenn ich echt was gemacht habe, dann würde ich das zustimmen, weißt du? Keiner kann ohne Grund. Ja, aber wir müssen jetzt mal die Situation nochmal machen. Also irgendwann ist er mal gut. Bro, hatte geil, Lage, hatte. Einfach ins Auto einsteigen. Nein, Walla, nein. Kollegen da, meine. Nicht. Mit nach Hause ein gutes. Also. Nein, ich fahr mit Bahn. Anasını sikeyim onun, anasını götten sikeyim orası çocuğunun. Die ist das beste Band. Bir de diyor ki polislere git. Lan bu polisler gitsene. Ne oldu polise bir bak ama ne oldu orası çocuğu? Bak bir bok yapamıyor bak orası çocuğu kapı aldık. Tamam, hadi millet hep seni görüyor bak burada 5000 kişi görüyor. Orası bunun çocuğu. Boş ver, hadi. İki karıyı sikeceğim diyor orası bunun çocuğu. Gel atla atla. Nein. Hey. Hadi. Nein, vallahi ich bleib hier, ist mein gerecht. Ich hab nichts gemacht. Ich bleib hier. Hadi oğlum çare, komm lass. Hadi bro arabayı bin. Nein, geh saum, geh komm. Tamam hadi gidelim. Na. Vallahi geh saum. Çare. Hey, ich kann doch hier, aber ich kann doch da lang, oder? Nein, ich geh nicht, steig nicht ein. Nein. Wer sagt das? Was für Gelände? Ich bin doch hier. Lan amına koyayım. Ich will chill. Ich hab nichts gemacht. Da kommt der da und er will mich anzeigen. Seni tüklüğünü sikeyim. Amına koydum onu oğlu. Polisi çağırıyor. Was wird Polizei gegen Engel machen ya? Vallahi ayıp ya. Was wird Polizei gegen Engel machen? Was? Hä? Was? Der hat gedacht, Polizei tut uns hier weg, Bruder. 2,19. Da will er mich anzeigen wegen Beleidigung. Wegen was denn? Herr Bruder, salla, scheiß doch auf dich. Yok oğlum, ben bir yere gitmiyorum. Bak, sen de sikerim. Tamam, bu orospu çocuğu bro. Salla. Piş işte, yok ki. Bu adını yazdın, şey yapalım. Antaygını yapmıyor. Yemin ediyorum. Seni biliyor musun? Seni yoksa şey yapacaklar. Lütfen gel. Hadi gidelim. Götürmezsen amına koyayım. Götürmezsen sikeyim. Arkadaşlar sizi sikeyim. Gitmiyorum amına koyayım. Lütfen gidelim. Hadi gel. Gidelim. Buraya nichts mehr. Buradan gel. Oradan git o zaman. Gel buraya. Nein, ich fahr mit noch Zug heim. Vallahi das mache ich auch. Götürmezsen sikeyim. Polisten kol... He? Gel arabadan sürecek. Arabadan sürecek ya seni bro. Kim lan? Kimi sürüyor beni? Çok sürecek. Arabanı sür. Yok amına koyayım, ich fahr mit Zug. Yok. Yapma Bruder. Hadi gel. Oğlum lass mich in Ruhe. Nein, ich fahr mit Zug. Kıcıklı değil mi amına koyayım? İnat. Valla inat. Abi valla kıcıklı değil mi? Niye antak yapmıyor ama? Bu Ehat güzel. Seni yoksa bazen mi alacaklar? Kim? Almasalar amına koyayım. Almasalar sikeyim. Ha boş boşuna gevazımı alacaklar bro. Ha çok da sikim değildi. İyi hey. Bro boş versene aynı. İkap gar hiç mak. Tamam bir şey yapma. Eskidim aynı hak hayat burada. Hayat, things, tamam doğaç hak ama bro. Ziş de var. Ama niye antak yapmıyor sen antak yapmak istiyorsun? Kim? Bu polisler. Wer? Polisler niye antak yapmıyor? Nasıl yapmıyor? Du sagst du bist antak. Hey ich möchte ihn anzeigen. Niye yapmıyorlar ama? Sor. Tamam, egal hadi. Hallo ich möchte anzeigen bitte. Ich möchte eine Anzeige machen. Sie müssen jetzt schreiben, weil ich möchte anzeigen gehen. Hier, 5000 Zuschauer, Walla, ich möchte ihn anzeigen, wegen Rufschädigung. Schau, das sind auch Zeugen, die nächste kommen bei live. Ich möchte ihn anzeigen. Ich möchte seine Personalien, Walla, ich möchte Anwalt geben. Ich möchte ihn jetzt anzeigen, bitte. Der Anwalt kann sich gerne bei uns... Na, aber Sie müssen doch Personalien... Aber möchte Sie müssen doch aufschreiben, ja? Na, ich muss, also, ich beende jetzt das Ganze. Ich muss hier gar nichts, okay? Irgendwann müssen wir mal einen Punkt machen, Jungs. Achso, dann müssen wir eine andere Streitung machen. Also, wenn du eine Anzeige machen willst, du musst erstmal nüchtern werden.
Das sind doch da, die Leute. Du kannst für dich selber sprechen. Die sprechen doch nicht für dich. Doch, doch, live, ihr 5000 Zuschauer sprechen für mich, keine Angst. Alles aufgenommen. Ja, aber du musst für dich selber sprechen. Ja, okay, ich möchte aber trotzdem, ich möchte ihn jetzt anzeigen. Wenn ich dich was frage, dann musst du ja antworten. Mach ich. Richtig, mach ich. Genau. Und du musst erstmal nüchtern werden. So fängst du schon mal an. Doch, ich bin nüchtern. Passt. Nein, bist du nicht. Weil aber er darf oder wie? Aber er darf mir anzeigen. Der arbeitet halt. Er sagt ihm, dass er eine Anzeige macht. Macht er eine Anzeige? Hat er schon. Hat er schon, also wir müssen das Ganze mal beenden, Jungs. Ja, also hatte. Gedeck, ja. Aber ich möchte ihn anzeigen wegen Beleidigung und er hat mich begreift. Das ist was Persönliches zwischen euch beiden, verstehst du? Und das müssen wir mal beenden, das Ganze. Schau, du bist ein guter Mann. Ich verstehe deine Arbeit, aber es ist doch Frechheit, dass er mich nicht mit Zug fassen lassen war. Ich hab doch erklärt, ihr könnt am nächsten Bahnhof in den Zug einsteigen. Gerne, hat er über den Bahnhof vergessen. Nein, Walla, schau mal, wir sind 5000 Zuschauer, alle haben aufgenommen. Screenrolling, wie er gesagt hat, du kannst nicht machen, damit er zwei Weiber beeindrucken kann. Das geht nicht. Hey, die sollen mich verhaften, aber wenn um einen Hack geht, wie dieser junge Mann, ich respektiere seine Arbeit, aber wenn, ich schwöre vor, ich glaube seine Tochter. Wenn um mein Geld oder um meinen Hack geht, wenn ich in Recht bin, ich lasse mich nicht ficken. Anjö, ich lasse mich nicht ficken. Es geht um das. Ich schwöre bei Gott, ich habe alles Screenrolling, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ja, kapat mıyorum oğlum? Ne? Ich hab nichts gemacht. Tamam. Wenn ich um Hack bin... O zaman o tarafa git. Buraya bırak. Bir aslında ambulans ayıştı. Bana sıkıyorum. Bana sıkıyorum. Bana sıkıyorum. Manuf geldi. Bırak. O zaman hadi gel. Hep beraber. Warum wollte ich sie? Manuf gelende. Sie andere gelende hier. Telefonu ver. Manuf gelende. Bırak git. Bana kodumu çocuğum bırak, nasıl yapayım boy? Bro, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Disin de korrekt, işte doğru. Şarjıya gidiyor, şarj. Hadi gel ma. Gel. Hakan arabadan gel. Hadi gel, arabaya atla. Yok, arabaya bin. Abi gel auto stehen, oder? In auto da abi, oder? Lan yürüyerek gidelim şarjıya. Tamam gel, buraya gel. Boys auto amına koyayım. Geliyor. Burada das aber Frechheit, valla dinleyin mi? Ben çağırıp ben onu resmi çektim, onu sikeyim. Ben numarasını yaptım. Hakan, arabayla gel. Hadi. Buraya gel. Hadi gel, tamam. Gidiyor. Ne? Burada. Arabaya bindi, tamam gidiyor. Gitmiyorum amına koyayım. Gitmiyorum lan amına. Düşeceğim amına koyayım. Bir son bir daha içmeyeyim. Vallahi gitmiyorum. Ne vallahi? Tamam, boş ver. Hakkımı mora geç. Lan sokma. Baksana, Şomal. Anvaltın var değil mi? Lan hak, anvaltın sikeyim amına koyayım. Anvaltın hakkı var. Resimi çekti, ben numarayı çektim. Bitti. Ha. Oğlum hakkımı sikiyorlar. Sen çok fazla. Gel. Taşrı arabaya atlayın mı? Yok lan çarşıya gidelim. Gelin. He, çarşıya. Hadi gelin. Hadi çarşıya. Altına sıçıyor orospu çocuğu. Nerede o piç? Ben dedim var ya, senin dedim var ya o dövmelerin. Ana. Lütfen ekoplay live. Ekoplay live. Abi. Abi Leute, warte kurz. Ich komme wieder live.